Drei Personen wurden am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der L722 zwischen Irmgard-Eichen und Gernsdorf verletzt. Eine 23-jährige Autofahrerin überholte in einer langgezogenen Rechtskurve einen vor ihr fahrenden Traktor. Dabei platzte ein Hinterreifen, wodurch das Fahrzeug außer Kontrolle geriet. Zunächst raste der Pkw eine 2,50 Meter tiefe Böschung hinab, riss mehrere Bäume und Sträucher um, hob ab und landete schließlich total demoliert mit der Front in einem Bachbett. Drei der Insassinnen mussten vor Ort notärztlich versorgt werden und wurden anschließend mit zwei Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber Christoph 25 in Siegener Krankenhäuser eingeliefert. Während der Rettungsmaßnahmen und Bergung des Fahrzeuges musste die L720 für den Verkehr komplett gesperrt werden.